Europa ein Versprechen. Das ist das Motto der Europäischen Kulturtage. Fürs vergangene Jahr in Karlsruhe geplant, jetzt verschoben auf 2021 in der Hoffnung, unmittelbar Kultur erleben zu können, aber auch wieder in den digitalen Raum verlegt. Was das mit den Festivalmachern macht und warum man sich trotzdem auf dieses tolle Format freuen kann, dazu habe ich den idealen Gast. Das ist die Festivalleiterin Susanne Asche, jetzt bei mir. Am Sonntag mit Susanne Asche. Sie ist Leiterin, Festivalchefin der Europäischen Kulturtage. Susanne, wir kennen uns schon sehr lange und duzen uns in dieser Sendung. Ich sehe ein lachendes und ein weinendes Auge. Es geht los, aber nicht so, wie du dir es gewünscht hast. Nein, wirklich nicht. Es geht los, wir schaffen es, aber es geht nur digital los. Denn eigentlich hatten wir, also wir haben ein großartiges Programm, was man aber sicher analog noch mehr genießt als digital. Wir haben als Festredner bei uns Leo Luca Orlando, den Bürgermeister von Palermo, der ein leidenschaftlicher Europäer und Vertreter der Menschenrechte ist, also ein Vertreter des Europas, was ein Versprechen ist für die Menschen. Der Titel des Festivals: Europa, ein Versprechen. Genau, genau. Und dann haben wir, gut, wir haben Grußworte vom Herrn Oberbürgermeister und der Staatssekretärin. Sonja Walter und ich leiten ins Programm ein. Aber dann kommt der zweite wichtige Höhepunkt. Das ist von Isao Nakamura und 5 Perkussionisten gespieltes Stück von Yannis Xenakis Persipassa. 5 Schlagzeuge. Da muss man eigentlich live dabei sein. Ja, und wir hatten es uns so schön ausgedacht, in einem Lichthof der Hochschule für Gestaltung und das Publikum steht zwischen den Schlagzeugen, aber es funktioniert auch digital umwerfend. Also 18 Uhr heute kann man dabei sein, auf der Seite der Europäischen Kulturtage. Das ist der Auftakt und danach gibt es noch großartiges Programm. Das steht heute im Mittelpunkt der Martin-Wacker-Show und gleich wollen wir Susanne Asche persönlich ein bisschen besser kennenlernen bei den 10 Fragen in 60 Sekunden. In der Martin-Wacker-Show gibt es eine Tradition, die Gäste werden persönlich vorgestellt. Auch Susanne Asche, die Festivalchefin der Europäischen Kulturtage. Bei den 10 Fragen in 60 Sekunden, Susanne. Kurze Fragen, bitte kurze Antworten. Dein Sternzeichen? Skorpion. Verliebt, verlobt oder gar verheiratet? Verheiratet. Lieblingsfarbe? Blau. Habt ihr ein Haustier? Nein. Hättest du gern eins? Nein. Welches Poster hing bei einer Kulturmacherin im Jugendzimmer? Barry Gibb von den Bee Gees. Ist das schön. War das auch die erste selbstgekaufte Schallplatte bei dir, die Bee Gees? Und die Tremolos. Bee Gees und Tremolos. Also hier ist Oldie-Programm heute angesagt. Gab es ein erstes Vorbild für dich, Susanne? Vielleicht im persönlichen Bereich oder vielleicht auch eine Künstlerin, ein Künstler? Die habe ich eher aus der Literatur. Mhm. Wenn ich ganz ehrlich bin, mit 14 habe ich vom Winde verweht gelesen und Scarlett O'Hara war so ein bisschen ein Vorbild. Scarlett O'Hara trifft Robin Gibb, das gibt es nur bei uns. Barry Gibb. Barry Gibb. So viel Zeit muss sein. Das war der schöne Barry, nicht der Robin. Welches Buch hast du zuletzt gelesen als Literaturwissenschaftlerin? Ich, Nino Haratschili, der General und der Katze. Mhm. Lieblingsurlaubsziel, Susanne? La Gomera. Und Hausmannskost oder Gourmet-Tempel? Wie bist du lieber unterwegs? Beides. Also ich esse wahnsinnig gerne auch Hausmannskost. Mhm. Koche ich auch gerne, aber ab und zu dann auch ein bisschen. Aber das kann ich nicht kochen, dann gehe ich in ein Restaurant und es geht ja gerade nicht. Und das beides ist wunderbar. Manchmal gibt es im Gourmet-Tempel auch inzwischen so eine raffiniert gemachte Griebenwurst. Also das wird ja auch verschmolzen. Und auch Grünkohl. Mhm. Auch also es ist schon gut. Wir spüren schon wieder ein bisschen Hunger. Danke, Susanne Asche, für die 10 Fragen in 60 Sekunden. Die Martin-Wacker-Show am Sonntag, Susanne Asche. Europa, ein Versprechen ist das Motto der Europäischen Kulturtage. Seit 1983 gibt es dieses Festival und es wurde von Anfang an Europa gewidmet. Was war so der Anlass dafür zu sagen, man stellt Europa in den Mittelpunkt eines Kulturfestivals? Also 83 war ich noch nicht in Karlsruhe. Ich habe das dann nachgelesen. Damals war es, da gab es auch noch den Eisernen Vorhang und so. Und damals war es wohl ein Anliegen, vor allen Dingen auch einen Blick hinter diesen Eisernen Vorhang zu werfen, aber auch europäische Themen ins Zentrum zu stellen.
Und das hat sich natürlich nach 89 nochmal gewandelt. Ja. Dann, es ist ja seitdem, wir haben die EU, das hatten wir 83 so noch nicht. Wir haben eigentlich, wenn keine Pandemie ist, offene Grenzen. Wir haben eine gemeinsame Währung. Wir haben immer mehr Bestrebungen von Ländern, die noch nicht in der EU sind, gerne hineinzukommen. Von da aus hat es sich sehr, sehr gewandelt. Aber wir haben auch festgestellt, das Thema ist immens wichtig. Es wird immer, immer wichtiger. Jetzt als Frage danach, wie gestalten wir Europa? Und vor allen Dingen wird es auch wichtig für die Kultur, beziehungsweise Kunst und Kultur sind eine Conditio sine qua non für Europa. Ja, weil Paragraph 151 des EU-Vertrages, da ist die Einheit der europäischen Kultur festgeschrieben. Und das Festival trägt auch dazu bei, die Vertragsinhalte zu leben. Europa ein Versprechen. Wir gehen noch ein bisschen mehr auf die Spur gleich bei mir. Denn einige wollten dieses Versprechen in der Vergangenheit nicht so recht einhalten und auch in Zukunft nicht. Und auch dagegen spielt die Kultur an. Wir sprechen gleich drüber. Susanne Asche ist heute bei mir zu Gast. Sie ist Festivalleiterin der Europäischen Kulturtage, die heute um 18 Uhr leider nur digital eröffnet werden. Wir sind Europa auf der Spur. Du hast schon gesagt, Europa ein Versprechen ist vor allem auch ein Appell des Zusammenhalts. Ich habe es zitiert, der EU-Vertrag, Einheit europäischer Kultur, ist ein wichtiger Bestandteil dieses Vertrages. Aber ist es nicht auch wichtig, Europa zusammenzuhalten, weil es doch in Europa immer wieder auch Menschen gibt, die sich loslösen wollen, die sehr andere Tendenzen inzwischen auch umsetzen möchten? Ja, das war ja auch der Anlass, dass wir mit unseren Partnern jetzt vor nunmehr 3 Jahren beschlossen haben, jetzt stellen wir nach den anderen gesellschaftspolitischen Themen, die wir vorher hatten, ganz dezidiert Europa ins Zentrum, um gegen diese Fliehkräfte, die immer spürbarer waren, ein Statement zu setzen von Karlsruhe aus. Und deswegen haben wir ein Versprechen ohne ein Ausrufungszeichen dahinter, ohne ein Fragezeichen. Wir haben es einfach als Setzung. Ja. Und haben ein so buntes Programm, dass wir hoffen, am Ende nach diesen Tagen der Europäischen Kulturtage Antworten auf Fragen oder vielleicht, wenn wir Glück haben, kluge neue Fragen zu haben, als ein Beitrag für den Zusammenhalt. Und ich glaube, gerade die Künstler und Künstlerinnen aller Sparten, aber auch die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die wir haben oder die Bildungsinstitutionen, tragen wesentlich dazu bei, dass wir ein Europa auch jenseits der Grenzen haben. Denn als wir das erste Mal die Europäischen Kulturtage planten, gab es noch kein Corona. Mhm. Dann war mitten in den heißen Vorbereitungszeiten passierte es, mit einmal waren alle Grenzen dicht. Mhm. Wir waren fassungslos. Mhm. Man kehrte zurück zu den Nationalstaaten. Mhm. Und deswegen, und dann dachten wir, nein, es ist erst recht wichtig. Also haben wir es nicht abgesagt, sondern in dieses Jahr verschoben. Dieses Jahr geschoben, bleibt trotzdem digital und vor allem ist Kultur eben der Kitt, der Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Das gilt natürlich auch für Karlsruhe. Und über diese Arbeit sprechen wir in der kommenden Stunde in der Martin-Wacker-Show. Die Europäischen Kulturtage sind heute der Star in der Martin-Wacker-Show und die Festivalleiterin ist bei mir, Susanne Asche. Susanne, ein Festival braucht unglaublich viel Unterstützung, braucht viele Köpfe. Wie viele Menschen sind beteiligt an diesem Festival? Wie groß ist der Kreis derer, die dieses Festival, das ja nun über einige Tage und Wochen andauern wird, gestalten? Also, wir haben das Staatstheater als Premium-Partner. Mhm. Aber dann haben wir 29 weitere Partner und Partnerinnen. Mhm. Also die Kulturinstitutionen. Mhm. Das ist Kinemathek, Jazzclub, Literarische Gesellschaft, Centre Culturel Franco-Allemand, Filmboard, Städtische Galerie, Stadtmuseum, Volkshochschule. Ich kann immer weiter aufzählen. Sehr viele Genres, ein breiter Kulturbegriff, das ist wichtig, denke alle, ich. Alle Sparten der Kultur sind vertreten. Und das ist auch ein wesentliches Ziel dieses Festivals, neben der thematischen Befassung, auch die Kulturszene miteinander zu vernetzen. Mhm. Und da ist Karlsruhe eine super Stadt für. Ja. Also das ist ja wirklich ein unglaublicher Geist der Kooperation. Und dadurch kommen eben 29 plus Staatstheater, 30 Institutionen gestalten zusammen dieses Festival. Wie viele Menschen jetzt beteiligt sind, kann ich dir gar nicht sagen. Also ich weiß es nicht. Das wäre ja mal ein Anlass, wir können ja mal die Institutionen fragen, wie viel mitgemacht haben. Genau. Und dann müssen also Hunderte sein. Und diese Menschen bringen ein tolles Programm zusammen, das man digital findet auf der Seite der Europäischen Kulturtage. Und wir wollen ein bisschen auf die Spur kommen, was Kultur in Karlsruhe für eine Bedeutung hat. Denn Susanne Asche hat über viele Jahrzehnte die Kultur in dieser Stadt geprägt. Wir sprechen gleich drüber. Die Martin-Wacker-Show am Sonntag. Bei mir gibt es immer so eine
kleine Entscheidung zu treffen. Das nennt sich Entweder-Oder, Susanne. Mhm. Du siehst eine Frage aus diesem Glas, gibst sie mir, ich stelle sie dir und dann musst du dich für eine Sache entscheiden. Das ist immer sehr spannend, denn ich kenne diese Fragen selbst nicht. So, Susanne, dass die Frage nicht mir gestellt wird, das ehrt mich gerade sehr. Lieber komplett ohne Haare sein oder am ganzen Körper behaart sein? Lieber komplett ohne Haare. Lieber komplett ohne Haare. Das Schöne ist, ich bin komplett ohne Haare und trotzdem den ganzen Körper behaart. Also wer hat sich diese Frage ausgedacht? Das ist unglaublich. Die fliegt raus. So, Susanne, deine zweite Frage. Ja, manchmal will mich die Redaktion erwischen. Ich spüre das schon. Jetzt ist eine Frage für dich. Mhm. Lieber fliegen können oder unter Wasser atmen können? Lieber fliegen. Herrlich, oder? Schöne Vorstellung. Ja, super. Das wäre schön. Hast du so eine Gegend, die du gerne mal überfliegen würdest, die du von oben gerne sehen würdest? Also nicht die Alpen, weil ich habe ein bisschen Höhenangst, so Mittelgebirge. Und dann glaube ich, ist es auch ganz schön, das liebe ich ja, Nordseebereich, also wo die Weite unermesslich ist und dann darüber nochmal zu fliegen. Ach, du wächst Sehnsucht, wir wollten an die Nordsee demnächst, das können wir uns auch abschminken. Aber ja, ein bisschen bin ich jetzt hingeflogen, dank dir, Susanne. Vielen Dank, gleich mehr mit Susanne Asche in der Martin Wacker Show. Es ist Sonntag und ich freue mich, dass Susanne Asche bei mir ist, die auch ein bisschen aufgeregt ist natürlich, denn um 18 Uhr geht's los mit den Europäischen Kulturtagen, heute am 2. Mai. Susanne, die Vorbereitungszeit hat eigentlich zweimal stattgefunden. Ihr habt gearbeitet auf Europäische Kulturtage 2020 und dann kam die Entscheidung auf 2021 zu verschieben. Wie hast du das Team motiviert gehalten, trotz dieser Verschiebung? Ist ja nicht ganz so einfach zu sagen, wir schieben jetzt ein Jahr. Oder ist das Thema so wichtig und packt einen so sehr, dass man sagt, da bleiben wir einfach dran? Also als ich das vorgeschlagen habe, vor einem Jahr, da waren wir richtig im Endspurt und dann in die Vollbremsung rein. Mhm. Wir haben dann aber sehr schnell uns so zusammengesetzt und auch unsere Partner und Partnerinnen haben es verstanden, dass wir es sonst gar nicht machen können. Mhm. Wir waren ja so sicher, in einem Jahr ist es vorbei und das Thema wird besonders wichtig sein. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir auch ein bisschen fassungslos davor standen, dass die Grenzen alle wieder hochgezogen worden waren und haben gesagt, erst recht, dieses Thema müssen wir nehmen und wir müssen in einem Jahr nochmal sehen, wie hat sich Europa verändert, das müssen wir neu aufnehmen. Also neue Aspekte sind jetzt auch eingeflossen durch die Verschiebung. Durchs neue Format auch schon. Die Podiumsdiskussionen sind natürlich so anders zugespitzt worden. Und war nichts. Mhm. Und dann war die Diskussion, weil ja alle Festivals eigentlich eher abgesagt werden, sagen wir es jetzt ab. Und da war klar, war allen, nein, es geht nicht. Mhm. Es geht jetzt auch darum, dass wir auch als Kultur ein Statement abgeben. In dieser Zeit, wo so viel Verzagtheit auch ist, ein Statement für Europa und ein Statement für die Kunst und Kultur und das auch in die Kulturszene Karlsruhes hinein. Also ein dass klares wir miteinander Signal. Das jetzt machen. Ja, ein klares Signal, auch ein mutmachendes Signal. Und wir alle können daran teilnehmen, ab heute 18 Uhr bei den Europäischen Kulturtagen. Ich möchte ein bisschen noch auf die Spur kommen, Susanne Asche als Kulturmanagerin, denn es sind Ihre letzten Europäischen Kulturtage. Wir schauen noch ein bisschen zurück auf das, was sie erreicht hat für die Kultur in Karlsruhe. Gleich mehr dazu. Es ist Sonntag und wir kommen den Europäischen Kulturtagen auf die Spur, die heute eröffnet werden mit Susanne Asche, der Festivalchefin. Susanne, du hast einige Europäische Kulturtage verantwortet. Es sind deine Finalen, deine letzten, denn deine Amtszeit endet. Schau mal ein bisschen zurück auf die Europäischen Kulturtage. Wie viel Wehmut schwingt da mit, dass es die letzten sind? Und wie viel Stolz schwingt mit, dieses Festival auch gestärkt zu haben? Beides, beides. Ich liebe meinen Beruf und ich liebe die Kultur in Karlsruhe und auch dieses Festival. Und da ist ein Abschied immer auch wehmütig. Mhm. Und von da aus, glaube ich, bin ich einfach ein glücklicher Mensch. Denn stell dir vor, man hört auf und denkt, Gott sei Dank ist es zu Ende. Das Gegenteil. Endlich ist es rum, sagt der Karlsruher. Aber wir haben in den letzten Jahren geschafft, dieses Festival auch noch mal zu profilieren. Mhm. Ab 2014 haben wir mit Blick auch auf Jubiläen das gesellschaftspolitisch zugespitzt, weil wir als Kultur natürlich auch viel beitragen zu gesellschaftspolitischen Diskussionen. Ja. Und da haben unsere Partner und Partnerinnen auch sofort mitgemacht, sind darauf angesprungen, wir haben das Thema immer zusammen diskutiert und es würde mich freuen, wenn es so weitergehen könnte. In dieser Tradition. Wir hatten 14 das Thema Frieden und Krieg,
dann 16 mit Blick auf die Migrationsströme, Wanderung, Glück, Leid, Fremdheit. 18 hatten wir wegen Revolution, 1918, ja. Umbrüche, Aufbrüche, gleiche Rechte für alle, natürlich auch in Wien, Karlsruhe als Menschenrechtsstand. Und eben 20 wollten wir Europa ein Versprechen. Und was deutlich wird daran, die Künste haben dazu wesentliche Aspekte beizutragen. Sie bringen Momente in die Diskussion, die kein Politiker bringen könnte, kein Wissenschaftler. Irritation, Lachen, Wut manchmal auch. Anregung, so, das finde ich ganz wunderbar. Und das werden wir die nächsten Tage und Wochen erleben, wenn auch nur in digitaler Form. Und Susanne Ascher, 2014 als ein Jahr auch der Fortentwicklung für die Europäischen Kulturtage genannt. Aber 2014 gab es auch etwas, sprechen wir gleich drüber, das Karlsruher Kulturversprechen, die Karlsruher Kulturerklärung. Gleich mehr dazu. Heute ist Sonntag und hier ist die Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch mit Susanne Ascher, Festivalleiterin der Europäischen Kulturtage. Susanne, hast du es früher mal gespielt, gerne so Stadt, Land, Fluss? Oh ja, dabei meistens verloren. Den Fluss lasse ich weg. Oh. Also von daher wird es ganz einfach. Kriegst ein Buchstaben, wenn du nicht was weißt, weiter sagen. 30 Sekunden Zeit, 5 richtige brauchen wir für diese, wie ich finde, sehr schöne Tasse. Susanne, wir machen das R. Einverstanden? R wie Roland. Ja. Und starten mit der Stadt. Regensburg. Ein Land. Russland. Ein Tier. Ringelwurm. Ich kann nicht leben ohne? Rosen. In der Küche. Rotkohl. Ein Beruf. Regenmacher. Was ist typisch deutsch mit R? Weiter. Eine Farbe. Radio. Radio ist typisch deutsch. Eine Farbe. Rot. Und noch ein Trennungsgrund mit R. Ein Trennungsgrund. Ein Trennungsgrund mit R. Da klingelt es auch schon. Über den denken wir nochmal. Aber du warst hervorragend. Der Ringelwurm als Tier. Wie aus der Pistole geschossen. In der Küche Rotkohl. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Kaufmannskost. Und was ich toll finde, typisch deutsch, ist Radio. Ich weiß nicht, was eine deutsche Erfindung wahrscheinlich. Lassen wir gelten. Insgesamt waren es, sage und schreibe, 8 richtige. Du warst 3 über dem Ziel, Susanne. Das ist deine Tasse. Und ein Trennungsgrund mit R. Über den denken wir jetzt gemeinsam nach. Und werden es auflösen nach der nächsten Musik. Stadt, Land, Quatsch, wir lösen auf. Der Trennungsgrund mit R, Susanne, ist noch was eingefallen, ne? Raucherhusten. Raucherhusten. Also Rauchen generell kann auch ein Trennungsgrund sein, aber so ein deftiger Raucherhusten. Also lassen wir es aber mal bleiben. Kommen wieder zurück zur Kultur. Susanne, ganz kurz auch angesprochen, die Europäischen Kulturtage sind ein Höhepunkt alle 2 Jahre der Kulturarbeit. Aber der persönliche Kontakt in der Einrichtung zwischen diesen beiden Jahren war dir immer besonders wichtig. Wie stark ist für dich dieser unmittelbare Kontakt auch gelebt worden? Wie wichtig war dir das Persönliche? Das war mir ein Herzensanliegen, das Wichtigste überhaupt, dass ich als so Kulturamtsleiterin hier dazu beitrage, dass die Kultureinrichtungen untereinander im Kontakt sind, dass sie miteinander die Kulturstadt gestalten, dass sie miteinander Themen entwickeln. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Nun muss ich sagen, als ich hierher kam, gab es schon diese Atmosphäre. Aus der Kulturhauptstadtbewerbung hat Ulrich Eidenmüller da schon viele Grundlagen gelegt. Und man musste es nur pflegen und weiter vorantreiben. Und das haben wir dann auch zusammen gemacht. Wir haben ja zusammen ein Kulturkonzept erarbeitet über 2 Jahre mit der gesamten Kulturszene und der Wissenschaft und den Hochschulen. Partizipation war wirklich angesagt und ein Ergebnis war die Karlsruher Kulturerklärung. Und darüber sprechen wir auch gleich mit Susanne Ascher. 18 Uhr geht's los mit den Europäischen Kulturtagen. Susanne Ascher, die Festivalchefin, ist bei mir. Eine Frau, die über viele Jahre die Kultur in Karlsruhe geprägt hat. Und du hast gerade schon angedeutet, Zusammenhalt, Partizipation, Zusammenarbeit. Höhepunkt sicherlich auch deiner Laufbahn, die Karlsruher Kulturerklärung. Was steckt dahinter? Die Karlsruher Kulturerklärung ist unserem Kulturkonzept, was wir gemeinsam erarbeitet haben, vorgeschaltet. Und sie ist verabschiedet worden, muss man sagen, vom Kulturring, vom Kulturkreis, vom Kulturausschuss und dann auch noch vom Gemeinderat. Und wir wollten die Kernaussagen unserer Kulturpolitik darin festhalten. Das heißt, Kernaussagen? Recht auf Kultur ist das Allerwichtigste, was wir
einfordern, es ist sogar eine Selbstverpflichtung aller Kultureinrichtungen. Wir wollen gewährleisten, das Recht auf Kultur als ein Grundrecht soll es in Karlsruhe gelten. Und daran gekoppelt ist, dass wir eine internationale Stadt sind, dass wir eine Stadt der Grund- und Menschenrechte sind, dass wir das kulturelle Erbe pflegen, dass wir dazu beitragen wollen, dass wir als eines der vielen Herzen Europas friedensgestaltend wirken. Mhm. Und das alles ist in dieser Kulturerklärung auf einer Seite zusammengefasst. Mhm. Und wir hatten jetzt gerade überlegt, 2019, es ist ja 2014 verabschiedet werden, nach 5 Jahren gehen wir mal dran und sehen uns an, machen wir eine Fortschreibung. Mhm. Und hatten auch die wichtigen Themen schon wieder mit der Szene diskutiert, mit allen Einrichtungen, mit allen Partnern. Als da wäre Nachhaltigkeit und Digitalität. Wir hatten die ersten Workshops gemacht. Mhm. Wir waren wieder im Schwung. Und darf ich raten, dann kam Corona. Ja. Und Corona und das Stichwort Recht auf Kultur, das finde ich hochspannend. Und mit diesem Gespräch wollen wir unsere Sendung schon beenden. Gleich hier die Martin-Wacker-Show mit Susanne Asche. Susanne Asche ist bei mir und wir könnten noch sehr viel über Kultur sprechen. Festivalchefin der Europäischen Kulturtage, Karlsruhe Kulturerklärung. Ganz wichtiger Punkt, Recht auf Kultur. Das passt doch voll in diese Zeit, in der wir leben. Das Recht auf Kultur in einer Zeit, in der die Kultur, nach Meinung vieler, auch nach meiner Meinung, nicht die Aufmerksamkeit erfährt, die ihr zuteil werden sollte. Zumindest bei den Entscheiderinnen und Entscheidern. Das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Bei dem ersten Lockdown, wir fielen unter Freizeit und in die seltsamsten Ketten gerieten hier. Es war nicht gesehen, dass wir als Kulturschaffende oder Kulturermöglichende einen wesentlichen Beitrag dazu beitragen, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die weltoffene Diskussion, für die Begegnungen, auch dass Menschen Freude haben. Wir können ja mit Abstand Freude haben. Und das ist wirklich sehr, sehr hart. Und wir merken es auch. Die Gesellschaft verändert sich ja gerade. Ich glaube, wir werden gebraucht. Und wir haben schon sofort im Kulturamt die Kulturschaffenden ermutigt, digital tätig zu werden. Wir haben Honorare an Künstler sofort ausgezahlt, die auch digital ihre Werke, ihre Performances und so weiter präsentieren. Denn das eine ist, für uns als Publikum ist es schrecklich, das nicht zu haben. Für die Kulturschaffenden ist es eine Katastrophe. Fehlt der Lebensunterhalt, die Lebensgrundlage. Ja, es fehlt all das, wofür sie da sind, wofür ihr Herz klammert. Und darum geht das gar nicht. Es geht nicht, dass unsere Museen geschlossen sind. Der sicherste Ort überhaupt. Die Theater sind sicher. Wir hatten perfekte Hygienekonzepte. Ja. Jetzt empöre ich mich gerade ein wenig. Aber ich bin wirklich da auch... Bisschen bös. Lass uns zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick wagen. Heute geht es digital los, Europäische Kulturtage, 18 Uhr. Aber es gibt auch kleine Konzepte, wieder die Kultur auch unmittelbar erlebbar zu machen. Ein Beispiel, Susanne. In den Europäischen Kulturtagen? Nein, generell, nachdem die digitalen Formate rum sind. Ja. Was ist im Sommer an konkreten Formaten geplant? Da gibt es einige schöne Initiativen, vielleicht eins rausgreifen. Erstmal, alle Ausstellungen, die wir im Rahmen der Europäischen Kulturtage erarbeitet haben, sind da. Ich kann die dann analog sehen. Dann versuchen wir ja, auch wir beide zusammen, ein Theaterzelt auf die Wände zu stellen, damit die freien Theatergruppen so viel Raum haben, dass das Publikum weit auseinander sitzt und trotzdem Kunst erleben kann. Dann gibt es Konzerte im Stadtraum und wir hoffen, dass es uns ermöglicht wird. Jetzt ist ja gerade nichts möglich. Genau. Aber lass uns doch einfach hoffnungsfroh sagen, wir werden geimpft, wir halten Abstand. Wir gehen sacht und sanft miteinander um und dann im Juni spätestens sollen sich die Türen wieder öffnen. Kommt die Kultur wieder zu uns und wir zur Kultur. Susanne, ich drücke die Daumen für die Europäischen Kulturtage, danke, für den digitalen Start. Und das war's für heute in der Martin-Wacker-Show. Auch nächste Woche wieder spannende Gäste, spannende Themen aus der Region. Danke, dass Sie dabei waren. Die